Hula Hoop. Das hat einen Hula Hoop Reifen, wenn es denn ein Reifen sein soll, in einer Gefrierspeisekammer zu suchen. Kann mir das mal bitte jemand verraten? Hallo und willkommen zu Haus und beim Let's Play von Shadows, Haus der tausend Schatten. Und ich frage mich, warum der Film jetzt nicht da... Ah, okay, ein Stammbaum. Oh, hallo, die ist auch hot. Ach, so hätten wir die Katze auch verscheuchen können. Einfach so einen kleinen Reiter mit einer übergroßen Lanze und... Ja, okay. Samantha... Die ist auch hot, auf jeden Fall. Und, ach so, der rote auf Katze und der auf Schmetterling. Okay, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu den Stellen. Und schau mal, dass wir den roten auf Katze haben. So, und du warst auf Schmetterling, wenn ich mich nicht irre. Yeah. Und Wimmelbild. Oh, die Aufnahme fängt ja schon wieder total gut an. Okay, eine Birne. Eine Brezel. Und eine Brezel. Und Mador. Chip mal drei. Na, super. Da haben wir einen. Da haben wir zwei. Und da ist der dritte. Das ging ja schnell. So, Wärmflasche. Stoßzahn. Schlittschuh. Schlittschuh müssen wir zusammensetzen. Da haben wir schon mal die Kufen. Da fehlt es nur noch... Ah, da. So. Das haben wir. Wappen. Wappen haben wir hier. Wahrscheinlich hier drauf. Achso, jetzt muss ich die Farbe auf den... jetzt brauchen wir noch Farbe. Farbe. Haben wir irgendwo Farbe? Farbe. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel für. Du bist eine Ölkanne und keine Farbe, oder? Nein, okay. Farbe? Ich sehe hier keine Farbe. Achso, gut. Da haben wir's. So, Tanne, Schleife. Schleife haben wir da. Eine Tanne, Hufeisen. Oh Gott. Also hier müssen wir wahrscheinlich... Ich kann den Bolzen nicht aus der Türangel ziehen. Er ist zu rostig. Was für ein Bolzen aus der Türangel ziehen? Ist hier, der ist doch nur... Okay. So, da haben wir die Tanne. Ein Diskette habe ich doch gerade gesehen hier. Salzstreuer. Das ist ein extravaganter Salzstreuer. Der sieht aus wie, wie ein Bowlingkegel. Nein, doch nicht. Okay. Wenn man sich hier nicht so konzentrieren und gucken müsste, ne? Wenn die Uschi sich nicht immer so anstellen würde hier. Wir klicken uns mal wieder fröhliche durch. Ach, eine Girlande haben wir jetzt gemacht. Ah, ich verstehe. Ich kann den Bolzen nicht aus der Tür angeln. Was für ein Bolzen? Ich will doch nur hier das Schloss und... Was? Oh, da haben wir auch noch was. Okay, das ist nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch... Achso, das war der Salzstreuer. Okay. Das ist die Wärmflasche. Stoßzahn, Nagel, Perlen, Hufeisen. Da scheint hier nichts drin zu sein. Okay. Nagel, Perlen. Da sind die Perlen. Kann man da noch was machen hier? Ne, anscheinend nicht. Okay, Stoßzahn müsste ja irgendwas hier... Ah, Nagel und Hufeisen. Nagel und Hufeisen. Kann man hier noch irgendwas öffnen oder so? Da haben wir anscheinend... Ich glaube jedenfalls nichts drin. Gut. Und da braucht es anscheinend irgendwas zur Hilfe, aber das kann ich nicht nehmen. Okay. Ich kann den Bolzen nicht aus der Türangel ziehen. Er ist zu rostig. Ha. Achso. Natürlich. Da. Da ist das Hufeisen. Nagel. Da ist der Nagel. Sie haben etwas gefunden. Eine Brezel und ein Salzstreuer. Oh, wir haben nicht mehr viel. Weiß? Auf dem Feld? Achso, natürlich eine Brezel. Ja, eine Brezel. Yeah. Oh,
Das ist wohl die Köchin, wa? Jetzt haben wir sie erschreckt. Nein, doch nicht. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung, denn ich heiße Root und habe in dieser Küche früher einmal köstliche Speisen zubereitet. Na, wer weiß, vielleicht sind die Leute ja an deinen köstlichen Speisen. Erstickt, weil sie sich das so reingepfeffen haben. Das war eine schöne Zeit. Einige Leute fanden mich seltsam, aber ich habe es mir nie zu Herzen genommen. Ich habe gern aus alten Dingen hübsche Spielsachen gemacht, um ihnen ein zweites Leben zu geben, könnte man sagen. Es ist so schade, dass diese glückliche Zeit nicht lange genug anhielt. Ja. Aber das ist alles meine Schuld. Schätzchen, mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut. Sei so nett und hilf mir, eine kleine Flasche zu suchen. Sie ist sehr wichtig. Ach, nicht irgendwie auch keine Informationen, wie die eventuell aussehen könnte oder wo sie eventuell sein könnte oder was da drin sein sollte oder sonstige, sondern einfach nur, such mal eine kleine Flasche. Okay, wir suchen eine kleine Flasche. Ich habe etwas gefunden. Ja, ich habe zwar absolut keine Ahnung. Ach du Scheiße, auf jeden Fall brauchen wir davon noch mehr. Wie jetzt? Was? Das ist eine komische Methode, den Ofen zu verschließen. Ich muss alle Teile des Puzzles finden. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich diese anderen Sachen auch. Okay. Gut. Gut. Kriegen wir alles irgendwie irgendwann noch hin und... Was zum... Root war eine richtige Erfinderin. Sieh dir nur all die ungewöhnlichen Salz- und Pfefferstreuer an. Aber ein paar davon fehlen. Ja, ich sehe schon, dass da eine... weiße... Ja, ich glaube eine weiße 3 oder was soll das sein? Auf diesem weißen Salzstreuer ist. Auf jeden Fall müssen wir davon noch ein paar andere finden. Gut. Gut. Nein, nicht gut, aber... nicht zu ändern. Okay. Zack. Zack. Alter, ist die schlecht. Oh Gott, ist die schlecht. Wie ich heute gelernt habe, keine Ahnung, irgendwas. Okay. Oh. Okay. Und das nächste. Karotte. 1, 2 und 3. Weil die Karotten sahen ja doch schon ein bisschen pervers aus, wa? Okay. Hula Hoop. Es hat einen Hula-Hoop-Reifen, wenn es denn ein Reifen sein soll, in einer Gefrierspeisekammer zu suchen. Kann mir das mal bitte jemand verraten? Kann natürlich auch irgendwas anderes mit gemeint sein, aber was? Eine Flosse. Na komm, gucken wir mal, ob uns hier eine helfende Flosse reichen würde. Ja, okay. Achso, die Flosse meinten sie. Gut. Währungssymbol und Frisbee. Wie Währungssymbol? Was? Ich persönlich mag Pepperoni-Pizza am liebsten. Also soll ich jetzt erst noch Pepperoni finden, oder wie? Na, wir schneiden hier einfach ein bisschen Wurst ab. Und legen die da drauf. Aha. Achso, und damit haben wir die Pizza. Oh. Und da haben wir die Zwiebeln. Achso, und dann kann ich, dann können wir dieses halbe Schwein hier oder das ganze Schwein hier so hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hahaha. Achso, das Dollarzeichen, gut. Eissplitter. Die müssen wir wahrscheinlich erst irgendwie da raushauen, ja. Ich muss ihn in kleinere Teile zerbrechen, war ja klar. Dann nehmen wir einfach das Ding hier, das sieht doch stabil aus, hier den oder den Knochen und... Oh. Ja, dann nehmen halt den Eispickel auch, gut. Mein Gott, ey. Tag und Nacht. Hier fehlt etwas. Achso, ich dachte, ich muss das vielleicht und... Na gut, dann machen wir das halt so. Okay. Unendlich. Das wird wohl die 8 sein hier. Jawohl. Krebs wird wohl eher hier sein. Salzstreuer. Sollst du das sein? Nein, das soll er nicht sein. Soll dieser komische Schneemann? Nein, das soll er auch nicht sein. Salzstreuer. Was ist denn hiermit? Achso, nix. Okay. Ach, da oben vielleicht. Ist das hier der Salzstreuer? Ja. Die sehen aus wie kleine Gespenster, finde ich. Wie so kleine Geisterchen. Ein Ei. Also hier kann man wahrscheinlich wieder irgendwo... Ich kann den Deckel nicht vom Topf nehmen. Er ist gefroren. Ich muss das Eis schmelzen. Ja, das machen wir am besten dann wahrscheinlich hier mit einer Kerze. Oder? Natürlich ist richtig. Da haben wir das Ei. Da haben wir die Olive. Frisbee, Hula Hoop. Du sollst aber kein Hula Hoop sein. Nein, okay. Frisbee und Hula Hoop. Und Zitronensaft. Den müssen wir natürlich erstmal pressen. So. Frisbee und Hula Hoop. Achso, da ist er. Ja, klar, nein. Das war total schwer zu sehen. Hula Hoop. Meint ihr denn wohl so ein Hula Hoop-Reifen oder meinen die was anderes? Auf jeden Fall ist er schwarz geschrieben. Das heißt, nicht irgendwie versteckt oder so, sondern sollte er ziemlich offensichtlich sein.
Die Frage ist nur, ob ich unter Hula Hoop jetzt auch das Richtige verstehe. Oder ob da vielleicht doch was anderes mit gemeint ist. Also hiervon schon mal nichts, nein. Wahrscheinlich ist das auch total offensichtlich. Und ich sehe es nur nicht, ich finde es nur nicht. Ja, genau so schätze ich das ein. Genau so wird das nämlich auch sein. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Nein, nein, nein. Oh. Okay. Konzentration. Silentium, Silentium, wenn ich bitten darf. Hm. Ja, was hiervon soll denn Hula Hoop sein? Was? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ach, da ist er doch hier drumherum. Toll, jetzt haben wir einen Eiswürfel und einen Gespenstersalzstreuer gefunden, oder wie? Was? Soll das eine 2 oder eine 3 sein? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal gucken, hier kommt. Tippe auf leere Quadrate, um das gesamte Brett mit weißen und roten Salzstreuern zu füllen. Die Ziffern stehen für die Anzahl und Farbe der Salzstreuer, die nebeneinander platziert werden sollen. Was? Also hier sollen 2 nebeneinander platziert werden, oder was? Was? Nein! Ach du Scheiße. Also, hier drauf kann nichts. Das heißt also, die Ziffern stehen für die Anzahl und Farbe der Salzstreuer, die nebeneinander platziert werden sollen. Das heißt also, hier sollen auf jeden Fall 2 nebeneinander platziert werden. Und hier 4, aber hier wahrscheinlich 3 weiße. Aber nach wo? Nach wo? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier anfange, dann müssten doch hier 3 weiße hin, richtig? So. Und hier 2 rote, aber sollen die 2 roten nach da oder nach da? Soll der eine Weiße hier hin oder hier hin? Und der eine Weiße auch. Soll der da hin oder dahin? Das verstehe ich nicht so ganz. Moment, hier sollen 5. Also sollen die um die Zahlen irgendwie drumherum oder? Oder wie ist das gemeint? Also da draufstellen kann ich nichts. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel nur so wahrscheinlich. Dann hier 3 Weiße vielleicht wieder und dann... Nee, das passt ja auch wieder nicht. Ja, obwohl hier 4 so, aber dann hier 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, so oder was? Dann sagen wir hier einen weißen, hier so. Hier einen weißen. 2 weiße. 5. 1, 2, 3, 4. Nein, habe ich hier keine 2 weißen, verdammt. Nein, also kann das ja schon nicht so ganz hinkommen. Moment, Moment, Moment. Moment, also hier sollen 2 rote und 2 weiße und 3 weiße. Hier sollen 4 rote. 1, 2, 3, 4. Das wird ja passen. Ein weißer. 4 weiße. Ja, dann sagen wir so, dann müssten hier 3 rote hin. Hier 5 rote. Dann weißer. 7 rote. 2 weiße. 3 weiße. Sagen wir so. So. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Ne, dann passt das ja schon nicht. Aber ich dann rot nicht mache, passt das hier ja wieder nicht. Ich habe gerade ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Also wirklich absolut nicht. Zwei, vier, sechs. Zwei, vier, sechs, acht. Also was immer ich da gemacht habe, das war falsch. Moment. Moment, wir müssen mal eben hier... Wie kann ich denn hier wieder raus? Ich möchte hier nochmal gerne raus. Danke. Oh, oh, oh. 14 Minuten schon. So. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen hier doch... So, die 3 weißen? Dann hier vielleicht 2 rote. Hier ein weißer? Ja, das ist die Frage. Hier 2 weiße? Oder hier 2 weiße? Hier 2 rote? Hier 6 rote? 2, 4, 5 wären das aber nur. Dann wird ja hier noch einer fehlen. Aber hier sollen ja auch nochmal 4 hin. Und dann fehlt ja hier... Doch, nee, hier ist ja ein weißer.
Ah, da sind jetzt keine drei weißen dran. Also so? Und hier müssen jetzt sieben weiße dran, oder wie? Die nebeneinander platziert werden sollen. Das heißt also, acht weiße müssten ja dann hier so drum, oder wie? Das würde ja dann so aussehen, aber das geht ja auch wieder nicht. Weil dann kriege ich ja hier keine zwei roten drum, dann kriege ich das ja nur so. Nein. So? Nee. Dann passt das ja hier wieder mit den roten nicht. Oh, man merkt vielleicht, das ist kein Rätsel für mich. Absolut nicht. Machen wir hier mal fünf Stück drumherum. Sollen hier zwei, haben wir ja da. Sollen hier vier rote, machen wir so. Dann soll ja hier ein weißer und hier zwei weiße. Und hier zwei rote. Und dann sechs rote. Ups. Und hier ein weißer. Und hier zwei rote, die hätten wir ja hier. Und dann hätten wir hier, sagen wir, noch einmal rot. Und hier hätten wir, sagen wir, weiß. Dann sollen hier sieben weiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier 8. Die müssen ja dann drumherum. Aber das passt ja dann wieder hiermit nicht. Obwohl doch, da wären noch zwei nebeneinander. Und hier wären 3. Hier sollen 6, 4, 5, 6. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Also hier sollen zwei rote dran. Hier sollen zwei weiße dran. Drei weiße insgesamt. Und hier. Hier ein weißer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So vielleicht. Dann hier wieder weiß. Ja, was? Nein, 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 nein. Ich überspringe das. Verdammte Scheiße. Nein, 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 nein. Also hier müssen... Also hier wären doch dann zwei nebeneinander für beide, oder nicht? Mit weißen und roten Salzstreuern. Die Ziffern stehen für die Anzahl und Farbe der Salzstreuer, die nebeneinander platziert werden sollen. Ja, hier sollen zwei platziert werden. Haben wir ja zwei nebeneinander. Hier sollen drei platziert werden, aber... Sollen die so platziert werden? Sollen die so über Eck platziert werden? Oder ist das scheißegal, wie die platziert werden? Also hier sollen 6 drumherum platziert werden. Also sagen wir mal so, wären das ja 5. Dann müsste ich ja hier ein 6 hinmachen, dann müsste ich ja hier weiße hinmachen. So, 8 wird ja heißen, sagen wir, hier so einmal drumherum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Und 7 hätten wir hier 3, 4, 5, 6, 7. Hier sagen wir 3. Hier sollen zwei rote, aber in welche Richtung? Hier soll ein weißer, hier soll ein weißer. So. Hier sollen insgesamt 6, hier sollen 5. Hier sollen 2. Nein, 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 das ist alles noch nicht richtig. Das ist einfach alles noch nicht richtig. Das ist absolut falsch. Das schaffe ich diese Folge nicht mehr. Das weiß ich jetzt schon. Also ich hätte ja gedacht, hier so 3. So, aber jetzt soll hier auch noch einer. Sagen wir, hier machen wir einen. Dann machen wir hier, sagen wir, 2. Dann hätten wir hier 2 und hier 2. Jo, und ab da geht's schon los. Sagen wir, hier müsste dann einer. Wegen da der 1. Aber hier sind 2 und hier sind 2. Sagen wir so. Da müssten hier aber 5 rumherum. Das heißt also, rein theoretisch, da müssten wir jetzt hier, sagen wir, so runter machen. So. Jetzt sollen hier 2 und 3. Hier sollen 6. Hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, eben. Hä? Wenn ich da jetzt aber eine 6 hin mache, dann passt es ja hiermit nicht mehr. Aber normal müsste da doch ein roter hin, weil sonst sind ja mehr als 3 benachbart. Also muss hier doch ein weißer hin. Aber dann passt es doch hiermit nicht mehr.
Obwohl doch, da sind noch zwei benachbart, aber hier nicht. Dann ist einer benachbart. Ja, dann ist aber nicht... Die nebeneinander platziert. Das heißt, hier dürfte nur ein Weißer platziert werden, oder wie? Oder... Was? So? So? Dann hätten wir hier aber die vier nicht. Da hätten wir zwar hier die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber hier hätten wir doch dann mehr als 6 nebeneinander. Ich verstehe das, glaube ich, nicht so richtig. Und ich würde sagen, da kümmern wir uns im nächsten Part drum. Bis dahin.